Einen wunderschönen guten Tag, verehrte Studierende, verehrte Frau Schoons, verehrter Herr Zimmermann. Ich möchte mich für die überaus freundliche Einladung nach Mannheim bedanken, wenngleich ich wirklich nur so auf dem Durchflug bin und gleich wieder meinen Zug kriegen muss. Mir war nicht ganz klar, wie ich mit dem Thema CSR umgehen soll, zumal mir nachgesagt wird, ich sei ein Wachstumskritiker unter den Wirtschaftswissenschaftlern. Tatsächlich ist es so, dass Corporate Social Responsibility hervorgegangen ist, eigentlich aus dem Diskurs des nachhaltigen Wirtschaftens. Und wenn wir nochmal rekonstruieren, woher nun dieser Diskurs des nachhaltigen Wirtschaftens stammt, dann stellen wir fest, dass zunächst einmal durch den ersten Bericht des Club of Rome Wachstumskritik im Raum stand und Abwandlungen von dieser Wachstumskritik dann einmündeten in ganz unterschiedliche Stränge der Auslegung des nachhaltigen Wirtschaftens. Und darauf möchte ich heute zu sprechen kommen, aber selbstverständlich den Akzent legen auf die Postwachstumsökonomie. Das ist eben eine sehr wachstumskritische Interpretation des Nachhaltigkeitsbegriffs, die ich in die Diskussion eingebracht habe. Zunächst eine These. Wer heute noch die Frage stellt, ob eine Wirtschaft ohne Wachstum wünschenswert, machbar oder vereinbar sei mit dem, was wir unter modernem Fortschritt und moderner Freiheit verstehen, oder ob der Kelch der Reduktion noch an uns vorbeiziehen kann, nämlich deshalb, weil es uns gelingen könnte, durch eine Welle technischer Innovation das Wirtschaftswachstum zu entkoppeln von allen ökologischen und sozialen Schäden, begibt sich mitten in eine Gespensterdiskussion. Meine These lautet, dass eine Wirtschaft ohne Wachstum so oder so, by design oder by disaster, in den nächsten Jahren Platz greifen wird. Wir können also nur noch entscheiden, ob wir das sozusagen zwanghaft, so wie in Griechenland, erleben wollen oder ob wir schon jetzt Vorkehrungen treffen oder mindestens, und das gilt dann eben auch für die wirtschaftswissenschaftlichen Fakultäten der Universitäten, einen Plan B entwickeln, der zumindest dann bereit liegt und aus der Schublade oder von der Festplatte gezogen werden kann, wenn es soweit ist, wenn Krisenszenarien uns keine andere Möglichkeit mehr lassen. Dummerweise ist Folgendes der Fall. Wir waren noch nie wachstumsabhängiger als jetzt, obwohl unser Wohlstand historisch betrachtet einmalig ist. Und zugleich, ebenfalls historisch betrachtet, stehen wir vor einmalig relevanten Wachstumsgrenzen. Nun, die Gliederung meines Vortrags sieht so aus, dass ich einfach nochmal das Verhältnis zwischen Ökonomie und Nachhaltigkeit kurz rekonstruieren will, um zwei Sichtweisen in Erscheinung zu bringen. Und eine davon werde ich mir zu eigen machen. Das ist die Postwachstumsökonomik, nicht Ökonomie. Das werde ich gleich erklären, was sich hinter diesem Begriff verbirgt. Ich möchte dann auf ein Phänomen zu sprechen kommen, das genau die These unterlegt, die ich gerade in den Raum stellte. Ein Phänomen, das ich selber apostrophiere als Produktivitätsfalle. Dann möchte ich die Unmöglichkeit eines grünen, eines entkoppelten oder ökologisch irgendwie unschädlichen Wachstums darlegen. Das mache ich aber nur ganz, ganz kurz, wenngleich das mein Spezialgebiet ist. Und da greife ich mir eben das Beispiel Klimaschutz heraus. Dann möchte ich zu sprechen kommen auf die Postwachstumsökonomie, die nur erreichbar ist über verschiedene Reduktionsstrategien, insbesondere eine reduktive Transformation der Nachfrageseite wird dann zu eruieren sein. Hier geht es also um Konzepte der Suffizienz, der Selbstbegrenzung. Ist das Verzicht? Wird dann die Frage sein, die Sie, auch wenn Sie sie nicht aussprechen, zumindest im Kopf haben. Und zum Zweiten muss auch die Angebotsseite einer modernen Marktwirtschaft transformiert werden und das tatsächlich im Zuge einer punktuellen und graduellen, nicht vollständigen Deindustrialisierung. Und dann werde ich die Rolle der Unternehmen vielleicht noch mal ein bisschen akzentuieren. Gut. Wenn wir also rekonstruieren, wohin der Nachhaltigkeitsdiskurs geführt hat, der auch übrigens keineswegs erst durch den Club of Rome ausgelöst wurde, sondern schon durch wachstumskritische Stimmen, etwa von Leopold Kohr, Lewis Mumford oder auch Fritz Schumacher, dann können wir sagen, dass eigentlich seit einigen Jahrzehnten zwei konträre Auffassungen von Nachhaltigkeit einander nahezu unversöhnlich gegenüberstehen. Zunächst gibt es die Idee des grünen Wachstums. Man könnte auch von ökologischer Modernisierung sprechen. Und hier gelten die Prämissen, dass a. wirtschaftliches Wachstum notwendig, b. wünschenswert, c. machbar und d. auch verantwortbar sei, indem man über ökologische Effizienz oder Konzepte der geschlossenen Kreisläufe oder über die Möglichkeit der erneuerbaren Energieträger ein geradezu unschädliches, also
ökologisch bedenkenloses wirtschaftliches Wachstum herbeiführen kann. Diese Vision gründet also darauf, technischen Fortschritt zu mobilisieren. Die deutsche Energiewende ist das beste Beispiel oder der Blueprint schlechthin oder Kronzeuge für die angebliche oder vermeintliche Machbarkeit eines solchen ökologischen, technischen Fortschritts, der uns dazu befähigt, weiteres Wirtschaftswachstum überhaupt verantworten zu können. Auf der anderen Seite haben wir wachstumskritische Ansätze. Da gibt es verschiedene Synonyme. Von Degrowth ist die Rede, von Décroissance, von Décrescita oder eben auch von Postwachstumsökonomie oder Prosperity without Growth in England. Das ist die Spielart, die mein Kollege Tim Jackson ins Gespräch gebracht hat. Hier wird zwar Technik nicht verteufelt, übrigens auch nicht die Marktwirtschaft, aber hier wird akzentuiert, dass ein kultureller Wandel Platz greifen muss. Wir also auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht mal die Frage stellen, für wen wirtschaften wir eigentlich und dann auch, wie Herr Zimmermann sagte, zu welchem Preis? Damit sind die externen, also die sozialen und ökologischen Nebenwirkungen gemeint. Und kann es sein, dass wir auch aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht die Frage nach dem guten, modernen und verantwortbaren Leben neu beantworten müssen? Und hier sind Konzepte wie die Suffizienz, die Selbstbegrenzung auf der Ebene der Lebensstile sehr, sehr relevant, aber auch Möglichkeiten der modernen, urbanen Subsistenz, des Selbermachens, der Eigenarbeit, der Selbstversorgung. Hier wird also quasi indirekt schon die von mir gerade erwähnte Deindustrialisierung angesprochen, aber wohlgemerkt nur punktuell. Ich habe hier jetzt für Sie das Tableau der sogenannten Postwachstumsökonomik aufgelegt. Das ist sowohl ein Lehr- als auch Forschungsprogramm. In der Anmoderation hieß es gerade, ich sei Professor an der Uni Oldenburg. Das stimmt nicht. Ich habe dort 8 Jahre einen Lehrstuhl vertreten für Produktion und Umwelt. Und nun hat die Universität mich ausgespien. Und ich bin jetzt Lehrbeauftragter an der Universität Gießen. Und da entsteht ein neuer Masterstudiengang, Plurale Ökonomik. Und da werde ich unter anderem auch diese Gedanken fortsetzen, die vor allem kulminieren in 3 basale Forschungsinteressen. Zunächst, was ist aus wissenschaftlicher Sicht dran an der Behauptung, wir stünden vor Wachstumsgrenzen? Und Sie sehen ja an der Auflistung dieser Diskursüberschriften, dass es da ganz multiple Kausalitäten und theoretische, aber auch empirische Darlegungen gibt, die uns verstehen lassen, warum weiteres wirtschaftliches Wachstum keine Option sein kann, um moderne Ökonomien im 21. Jahrhundert wirtschaftlich stabil, sozial integer und ökologisch verantwortbar zu gestalten. Die Zeit, die mir heute zur Verfügung steht, reicht nicht aus, auf all diese einzelnen Diskurse einzugehen. Deswegen beschränke ich mich auf 2 Dinge, die miteinander verschränkt sind, nämlich ökologische Wachstumsgrenzen und eben das von mir gerade schon angesprochene Phänomen namens Produktivitätsfalle. Das zweite wichtige Forschungsfeld der Postwachstumsökonomik ist die wissenschaftliche Beantwortung der Frage, warum wir in modernen, räumlich entgrenzten, kapitalintensiven und technisch hochgerüsteten Industriegesellschaften offenkundig unter einem Wachstumszwang stehen. Wehe, das Bruttoinlandsprodukt wächst pro Jahr real nicht um 1 oder 1,5%. Schon schreit alles, jetzt gibt es Massenarbeitslosigkeit, Unternehmen brechen weg und so weiter und so fort. Warum ist das der Fall? Wir müssen diese Frage einfach beantworten, weil wir sonst nicht in die Lage kommen können, den dritten wichtigen Forschungszweig der Postwachstumsökonomik zu bearbeiten, nämlich wie eine Wirtschaft, die nicht mehr unter Wachstumszwang steht und sehr viel kleiner ist als die heutige, wie die zu gestalten ist. Und zwar so zu gestalten ist, dass wir nicht in Armut, Unfreiheit oder sonst irgendwelchen prekären oder unwürdigen Lebensumständen landen. Das ist klar. Und das wäre dann die Postwachstumsökonomie, die also quasi einen Plural darstellt, verschiedener sich ergänzender Versorgungssysteme, sodass in der Summe das Bruttoinlandsprodukt nicht mehr wachsen muss. Die von mir angesprochene Suffizienz als reduktive Anpassung der Nachfrageseite ist hier abermals vermerkt, die Subsistenz als ein Plural der Möglichkeiten, sich selbst zu versorgen, dann die Regionalökonomie, dann aber auch ein Umbau der dann hoffentlich kleiner gewordenen Industrie und fünftens werden selbstverständlich auch neue Rahmenbedingungen, politische Maßnahmen und sonstige Institutionen notwendig sein. Ich möchte nun zunächst auf ein Eskalationsszenario zu sprechen kommen, das, wie ich schon vermerkte, von mir bezeichnet wird als Produktivitätsfalle. Und die erste Frage, die jemals gestellt wurde, zu Anbeginn dessen, was wir heute unter Wirtschaftswissenschaften verstehen, war ja, woher kommt der Wohlstand der Nation? The Wealth of Nation.
Nations im Plural, sorry, war ja der Buchtitel des epochalen Werkes von Adam Smith aus dem Jahre 1776. Es gibt nun so viele sozialwissenschaftliche Narrative, die uns verstehen helfen, woher dieser Wohlstand kommt, dass ich die hier überhaupt nicht alle resümieren kann. Deswegen vereinfache ich diese Geschichte des ökonomischen Wohlstands, indem ich darauf hinweise, dass es in erster Linie vier industrielle Revolutionen waren, die jeweils über neue technologische Wellen der Innovationen uns dazu befähigt haben, die Arbeitsproduktivität immer weiter zu steigern. Eine Ökonomie kann dann nicht wachsen, wenn alles, was produziert ist, sich nur speist aus der physischen Kraft eines menschlichen Körpers. Dann hätten wir also, wenn wir das täten, nur eine mittelalterliche Handwerkergesellschaft. Erst wenn Technik eingesetzt wird, die die menschliche Arbeitskraft und sonstige wertschöpfende Verrichtung verstärkt, potenziert oder sogar ganz ersetzt, ja, nämlich durch Dampfmaschinen, durch die Elektrifizierung, durch die Automatisierung oder das, was wir jetzt heute Industrie 4.0 nennen, nämlich durch die Digitalisierung aller produktiven Prozesse, dann kann überhaupt erst eine Mehrung dessen eintreten, was dann eben in das Bruttoinlandsprodukt einfließt und was dann zu Wirtschaftswachstum führt. Diese Geschichte des Wohlstandes über eine permanente Erhöhung der Produktivität der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kraft technischen Fortschritts hat aber auch ein sehr prekäres Verhältnis in modernen Gesellschaften hervorgerufen, nämlich zwischen technischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Entwicklung. Denn theoretisch könnte dieser technische Fortschritt auch genutzt werden, um auf einem bestimmten Output-Niveau verharrend immer mehr Arbeitskräfte freizusetzen, also Massenarbeitslosigkeit zu induzieren. Karl Marx war der Erste, der sich damit beschäftigt hat. Aber die Vorhersagen von Karl Marx sind nicht eingetreten, wie wir wissen. Warum? Weil dann, wenn ich also für ein Auto plötzlich 20% weniger Arbeitskraft brauche, weil ich automatisieren konnte, aber gleichzeitig der Absatz der Autos um ein Vielfaches verstärkt wird, dann habe ich nicht nur keine Arbeitslosigkeit, sondern kann dann diesen Produktivitätsfortschritt sogar nutzen, um Löhne zu erhöhen oder die Output-Steigerung entsprechend eben auch gut zu verteilen über marktwirtschaftliche Allokationsmechanismen oder andere Maßnahmen. Okay, das heißt, das, was uns so reich hat werden lassen, hat uns gleichzeitig auch wachstumsabhängig werden lassen. Alle Krisen, alle sozialen Krisen sind immer dann Wachstumsschwächen. Nun stehen wir vor dem Problem, dass das Paradigma Industrie 4.0 beruht auf künstlicher Intelligenz der neuen Generation, Robotik der neuen Generation, einem Internet der Dinge, 3D-Druck, Big Data, ganz neuen Möglichkeiten der Sensorik und damit automatisierten Steuerung von Fertigungssystemen, aber auch der Generierung von Dienstleistungen zu einer historisch einmaligen Steigerung der Arbeitsproduktivität führen wird. Es gibt inzwischen einige erste Studien, die ganz, ganz vorsichtig, und die dürfen diese Studien nicht auf die Goldwaage legen, versuchen zu eruieren, was dabei rauskommt, wenn all diese Möglichkeiten der digitalisierten Produktion Realität werden. Es gibt einige Studien, die nicht ausschließen, dass in Deutschland von den derzeit 30 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten die Hälfte nicht mehr gebraucht wird, weil die Digitalisierung dafür sorgt, dass selbst in den Arbeits- und Produktionsarealen, wo man nie geglaubt hätte, menschliche Arbeit durch Maschinen ersetzen zu können, dass dort tatsächlich jetzt auch eine hochgradige Automatisierung möglich ist. Wenn wir uns das nochmal im historischen Ablauf anschauen, kann man sagen, über diese permanenten technisch bedingten Steigerungen der Arbeitsproduktivität, also hinweg, war immer ein zusätzliches Output-Niveau, also ein Wachstumszwang quasi beobachtbar. Das heißt, die Wirtschaft musste wachsen, um irgendwie zu verhindern, dass der Produktivitätsfortschritt die Menschen arbeitslos werden lässt. Und je stärker dieser Produktivitätsfortschritt ausfällt, desto größer ist der Wachstumszwang. Umso mehr muss die Wirtschaft wachsen, um sozusagen diesen Effekt der Arbeitskräftefreisetzung zu kompensieren. Wenn wir dann mal dagegen abtragen, die Möglichkeit, tatsächlich auch dieses Wachstum zu erreichen, dann stellen wir fest, wir haben es über gewisse Phasen hinweg tatsächlich geschafft, ich würde sagen mit der Brechstange und auf Basis einer brutalen ökologischen Plünderung, die Wirtschaft wirklich so wachsen zu lassen, dass wir also die soziale und politische Stabilität in den modernen Industriegesellschaften
bewahren konnten. Wir haben sogar mal eine Phase gehabt, das erkennen Sie dort in den 60er Jahren, als die Wirtschaft dermaßen boomte, dass trotz der gestiegenen Arbeitsproduktivitäten wir einen Mangel sogar hatten an Arbeitskräften. Also haben wir viele Menschen angeworben aus der Türkei und anderen südlichen Ländern. Aber meine These hier lautet, dass das, was jetzt auf uns zukommt, bedeutet, dass die Wirtschaft abstrus wachsen müsste, um angesichts des digitalen Fortschritts in den Produktionssystemen soziales Ungemach zu verhindern, wir aber gleichzeitig an einen Punkt gekommen sind, wo weiteres wirtschaftliches Wachstum kaum mehr eine Perspektive hat, mindestens aber nicht mehr verantwortet werden kann. Und das möchte ich deutlich machen eben an den ökologischen Wachstumsgrenzen. Diese Animation werden Sie vielleicht kennen, die ist 2-3 Monate alt, ist von der NASA rausgegeben worden als Freeware, kriegen Sie so aus dem Netz. Da können Sie mal sehen, was derzeit auf diesem Planeten stattfindet, wenn wir mal nur über Klimawandel reden. Deswegen ist Klimaschutz unabdingbar. Alle Regierungen haben sich darauf verständigt, das 2-Grad Klimaschutzziel zur Maßgabe einer nachhaltigen, einer ökologischen Politik zu machen. Das ist keine Kür, sondern das ist die Überlebensfrage der Menschheit. Würden wir das 2-Grad Klimaschutzziel einhalten wollen, hieße dies, dass wir bis etwa 2050 noch 750 Milliarden Tonnen an CO2-Äquivalenten freisetzen dürfen. Verteilt auf 7 Milliarden Menschen heißt das, jeder und jede von uns hätte pro Jahr noch 2,7 Tonnen CO2. Wir liegen aber bei 11 Tonnen. Und nun zu meinen, das könne man über grünes Wachstum hinbekommen. Und damit sind wir dann bei der Energiewende, weil die Energiewende verkörpert, inzwischen weltweit bewundert, als das Paradebeispiel, dass das gelingen könnte. Also ich habe da zumindest meine Zweifel und die möchte ich Ihnen gleich mitteilen hier. Wenn wir das Resultat dieses Versuchs eines grünen Wachstums in der Energiebranche heute anschauen, dann kommt Katerstimmung auf. Wenn Sie vor dem Hintergrund der jetzt schon zerstörten Landschaften, der immensen Materialmengen, die wir sozusagen aufbringen mussten, um Windkraft, Photovoltaik und vor allem Biogasanlagen zu bauen. Wenn Sie dann auch die Milliardenbeträge anschauen, die wir also versenkt haben in diese Energiewende, um dann festzustellen, dass der Anteil der Windenergie im Jahresdurchschnitt an der gesamten Primärenergieverbrauchsmenge auf gerade mal 4,2% kommt und der Anteil der Photovoltaik auf 1% und sich jetzt immer mehr Widerstand formiert, im Hinblick darauf, dass nicht die letzten Wälder und Höhenrücken und Landschaftsschutzgebiete zerstört werden, dann merken wir, dass wir hier nicht sehr weit gekommen sind. Die technischen Probleme sind vollkommen ungelöst, nämlich die Übertragung und Speicherung von Elektrizität. Aber Energie ist der Stoff, aus dem Wirtschaftswachstum besteht. Weil all die industriellen Revolutionen, von denen ich sagte, dass sie auf technischen Innovationen beruhen, beruhten in Wahrheit auf nichts anderem als darauf, mehr Energie umsetzen zu können. Das tut genau die Technik und nichts anderes, wenn sie menschliche Arbeitskraft ersetzt. In Deutschland sind die CO2-Mengen kaum gesunken. Am Anfang der 90er, war es der Zusammenbruch der DDR. Und der erste und bislang einzige Klimaschutzeffekt, der überhaupt nennenswert ist, wurde ausgelöst nicht durch eine Energiewende oder grünes Wachstum, sondern durch die Lehman Brothers-Krise. Würde ich in der Situation sein, einen Klimaschutzpreis zu verleihen, und ich mache hier keine Witze mit Ihnen, würden die Lehman Brothers den kriegen. Die sind nicht mal hierher gejettet, um das hier in Deutschland hinzubekommen. Sie haben einfach nur die Wirtschaft zum Schrumpfen gebracht. Das erfolgte dann im ersten Quartal des Jahres 2009. Sie erinnern sich, VW meldete Kurzarbeit an, Mord und Brand und die Wirtschaft liegt in Schutt und Asche. Heute merken wir zwar nichts mehr davon, aber das liegt eben daran, dass wir uns schnell erholt haben. Die Ökosphäre hat sich leider nicht erholt, denn kaum waren die Folgen, das können Sie an der Grafik sehen, vorbei, stiegen auch die CO2-Emissionen, während wir gleichzeitig jedes Jahr neue Weltrekorde verzeichneten, was Biogas, was Windenergie, was Solarthermie, was Photovoltaik und so weiter anbelangt. Ich müsste jetzt ausholen und Ihnen theoretisch darlegen, woran dieser Versuch eines grünen Wachstums scheitert und warum das schon theoretisch klar ist und warum auch dieses Scheitern in derselben Systematik auf andere Handlungsfelder zutrifft. Ganz kurz, nicht um Sie zu erschrecken, sondern um mal ein Tableau der verschiedenen Phänomene des Scheiterns des grünen Wachstums oder der ökologischen Modernisierung aufzulegen. Hier sehen Sie die unterschiedlichen sogenannten Rebound-Effekte. Viele von denen treffen eben auf die Energiewende zu, aber erst recht natürlich auch auf andere Versuche, über technischen Fortschritt die Wirtschaft weiter wachsen zu lassen und gleichzeitig die ökologischen Lebensgrundlagen zu schützen. Wir brauchen also einen Plan B und der heißt eben Postwachstums,
Ökonomie als Teil der Postwachstumsökonomik, was, ich sagte es bereits, eben ein ökologisch orientiertes und wachstumskritisches Forschungsfeld innerhalb der Wirtschaftswissenschaften ist. Und da geht es um die beiden von mir schon benannten Reduktionsstrategien, einmal auf der Nachfrage- und einmal auf der Angebotsseite. Wenn wir uns zunächst einmal der Nachfrageseite zuwenden, wäre in der Kürze der Zeit hier Folgendes zu konstatieren. Es gibt eine neue Konsumtheorie, die davon ausgeht, dass das, was ein Mensch braucht, um über Konsumaktivitäten oder Objekte seinen Nutzen zu steigern oder die subjektiv empfundene Zufriedenheit oder das Glück zu steigern, dass das, was Menschen brauchen, eben nicht nur Geld ist. Natürlich kostet ein Smartphone Geld, eine Flugreise auch, auch dieser PC. Aber es nützt mir nichts, das Geld zu haben und Dinge zu kaufen, wenn ich nicht die Zeit und Aufmerksamkeit aufbringen kann, um die Dinge so zu würdigen, so zu verwenden, so zu nutzen, dass die Potenziale, die in diesen Dingen schlummern, tatsächlich für mich sinnlich erfahrbar werden. Und das ist ohne Zeitinput nicht zu haben. Da der Tag nur 24 Stunden hat, abzüglich Essen, Schlafen, Körperpflege, Hygiene, Arbeiten, Studieren, blöde Vorträge hören und so weiter, bleibt ein gewisses nicht vermehrbares Quantum an Zeitressourcen übrig. Und der Mensch ist nicht in der Lage, Multitasking zu betreiben. Das wissen wir aus der Neurobiologie. Sie können nicht mehr als zwei Dinge intentional oder kognitiv verarbeitend umsetzen im Konsum oder in der Verwendung von Gegenständen oder im Genuss von Events oder Ereignissen. Das heißt, Sie brauchen Zeit, um ein Nutzenniveau pro Konsumaktivität zu haben. Wenn wir in einer Welt sind, in der wir immer reicher werden, uns immer mehr Dinge leisten können, immer mehr Reize auf uns einströmen, die verheißungsvoll unsere materielle Freiheit und Selbstverwirklichung steigern oder vorgeben zu steigern, erreichen wir irgendwann einen Punkt, den ich als Konsum-Burnout oder Konsumverstopfung bezeichnen würde. Wir werden dann rechnerisch immer reicher, haben aber nicht mehr die Zeit, um stressfrei all das noch irgendwie abzuarbeiten, was uns doch eigentlich reich, glücklich, zufrieden und frei machen soll. In so einer Situation heißt Suffizienz als Form der Entrümpelung, der Entschleunigung, des Abwurfs von Ballast, also der Selbstbegrenzung, nicht Verzicht, heißt auch nicht Konsumfeindlichkeit, sondern heißt ökonomisch rational eine nicht vermehrbare Ressource so zu koordinieren und anzuwenden, dass ein Maximum an menschlichem Wohlbefinden herauskommt. Und ohne Selbstbegrenzung ist das nicht möglich. Es gibt also einen Scheitelpunkt, von dem ab an weitere Verfügbarkeiten an materialisierter Freiheit, an industriegemachtem Komfort uns nicht mehr glücklicher machen, sondern sogar uns auf die Füße fallen. Also das heißt, dass diese Fortschritte sogar als Zeiträuber uns in Stress versetzen. Deswegen ist die Suffizienz kein Verzichtsprogramm, sondern es ist die kluge Lust, es ist die rationale Logik des Glücklichseins in einer Konsumgesellschaft. Kommen wir jetzt zur Rolle der Unternehmen. Oft heißt es, wenn wir nun eine reduktive Anpassung auf der Nachfrageseite vornehmen wollen, heißt das, wir brauchen Unternehmen, die freiwillig schrumpfen. Dazu gibt es inzwischen sogar einige Projekte. Das IÖW in Berlin hat gerade so eine Studie vorgelegt, wo postwachstumsfähige oder taugliche oder kompatible Unternehmen dargestellt wurden, als Unternehmen, die freiwillig nicht wachsen oder kleiner werden. Und das ist ganz grandioser Quatsch. So funktioniert es nicht, eine Degrowth-Transformation oder einen Weg in Richtung Postwachstumsökonomie zu beschreiten. Wenn wir uns mal anschauen, was passiert, wenn ein einziges Unternehmen versucht, über eine Degrowth-Strategie dazu beizutragen, dass das Bruttoinlandsprodukt sinkt, dann heißt das ja, dass die Nachfrage, die bislang entfiel auf dieses Unternehmen, zumindest im Umfang des freiwilligen Schrumpfungsquantums unbefriedigt bleibt. Was dann aber geschieht ist, dass die Nachfrage sich einfach nur verlagert auf ein anderes Unternehmen. Deswegen kann man nicht guten Gewissens, also aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht, sagen, liebe Unternehmen, wenn ihr Weltretter werden wollt, müsst ihr einfach weniger produzieren. Es werden Unternehmen weniger produzieren, aber das wird der Markt regeln. Das heißt also, wir müssen eine andere Strategie anwenden. Und um dorthin zu führen, habe ich hier nochmal eine weitere Historie für Sie aufbereitet, die Historie der Produktionswirtschaft. Ich habe also 8 Jahre Produktionswirtschaft gelehrt. Nicht nachhaltige, sondern konventionelle. Habe also Menschen in ihrem Alter beigebracht, wie man den Planeten plündert, um dann aber zusätzlich auch Veranstaltungen zur Postwachstumsökonomie anzubieten. Das ist bei den Studierenden gut angekommen, bei meinen Kollegen nicht, deswegen bin ich ja auch nicht mehr an der Uni in Oldenburg. Kein Problem. So,
Zunächst einmal, das gute alte Fabrikmodell wich phasenweise dem, was man heute unter Wertschöpfungskettenmanagement oder einfach Supply Chain Management versteht. Die Integration aller Wertschöpfungsstufen, die Kommunikation, die Zusammenarbeit, die Kooperation zwischen diesen Wertschöpfungsstufen ist immer weiter gediehen. Bis hin zu einem Punkt, wo sozusagen Lieferanten oder auch Kunden einzelner Unternehmen einbezogen werden, wenn es darum geht, Produkte zu entwickeln oder auch die Informationen zu teilen, die nötig sind, übrigens auch, um Corporate Social Responsibility zu betreiben. Aber die Zukunft des Supply Chain Managements könnte auch so aussehen, dass Konsumenten stärker integriert werden, dass sie sogar ihre Rolle verlassen, um zu Prosumentinnen oder Prosumenten zu werden. Und das Prosumentenmanagement wäre dann für mich, so mindestens jetzt aus heutiger Sicht betrachtet, die höchste Stufe der Entwicklung der Produktionswirtschaft, um eben Nachhaltigkeit auch in einer Postwachstumsökonomie zu ermöglichen. Und ich könnte mir vorstellen, dass der CSR-Diskurs sich dieser Fragestellung annehmen könnte. Wie sähe nun die Nachfrageseite einer Wirtschaft ohne Wachstum aus? Nun, wir haben hier ganz grob skizziert drei Kategorien der Versorgung, die in einer modernen Marktwirtschaft verfügbar sind. Zunächst haben wir das globale, hochtechnisierte und kapitalträchtige Wertschöpfungssystem. Das ist sozusagen das optimierte Industriemodell. Da wäre dann auch die Industrie 4.0, wenn sie denn so Platz greift, wie das erwartbar ist, zu verorten. Zweitens haben wir die Regionalökonomie als ein Konstrukt, das immer noch beruht auf unternehmerischer Kreativität, Marktwirtschaft, einem Geldsystem, aber das könnte eine Regionalwährung sein. Nur haben wir da kürzere Distanzen zwischen Verbrauch und Produktion und eine andere Fertigungstiefe. Weniger Technik, mehr Arbeitsintensität, also mehr handwerkliche Qualifikation und auch mehr handwerklich basierten Arbeitsinput. Und die dritte Möglichkeit der Versorgung, die Subsistenz, beruht eben auf eigener Produktion, auf eigenem Tätigsein aus Sicht eben der Endnutzer, der ehemaligen Konsumentinnen und Konsumenten, die dann zu Prosumenten werden, der Gestalt, dass Dinge geteilt werden und der Gestalt, dass die Menschen Verantwortung übernehmen für das, womit sie sich umgeben. Also Sorge tragen. Nicht Entsorgung betreiben, sondern Sorge tragen. Das heißt reparieren, instand halten, veredeln. Dazu werde ich gleich einiges noch sagen, aber ich bin dann auch bald fertig, okay? Ein Übergang, eine Transformation in Richtung Postwachstumsökonomie würde allein aus ökologischen Gründen, deswegen habe ich ja etwas über die Unmöglichkeit der Entkopplung heute gesagt, würde bedeuten, dass wir also das Industriemodell radikal verkleinern müssen. Verkleinern heißt nicht tilgen, dass es also verschwindet. Nehmen wir mal an, wir würden es um die Hälfte reduzieren. Dann stellt sich für uns aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht die Frage, wie können Menschen in der Moderne so etwas aushalten, ohne entwürdigt oder verarmt oder unfrei ein Dasein fristen zu müssen. Die erste Drainage von den dreien, die ich jetzt noch kurz vorstelle, die wir legen müssen, ist die Suffizienz. Wenn wir die Logik der Suffizienz akzeptieren als Selbstschutz, bedenken Sie, in nur einem Jahrzehnt, von 2000 bis 2010, ist in Deutschland die Anzahl der Antidepressiva-Verschreibungen verdoppelt worden. Also diese Logik, wir werden immer reicher und wir werden immer glücklicher, die ist längst durchbrochen. Ja, es gibt viele andere Phänomene einer Überforderung. Also diese gerade von mir schon zeitökonomische Logik der Suffizienz ist der erste Schritt, um es aushaltbar und logisch werden zu lassen, die Industrieproduktion zu senken. Der zweite Schritt, die zweite Drainage, ist eine Reaktivierung der Regionalökonomie. Viele denken jetzt an den Schäferkarren, die Streuobstwiese und den kuscheligen Demeterhof. Mir geht es als Produktionswirtschaftler um eine andere Spielart der Regionalökonomie. Stellen Sie sich vor, in Mannheim gäbe es ein Netzwerk von 10, 20 Unternehmungen, die sich darauf spezialisiert haben, digitale Endgeräte so instand zu halten, abzudaten, abzugraden und vor allem zu reparieren, dass die durchschnittliche Nutzungsdauer dieser Geräte verdoppelt wird. Um wie viel kann dann der Bedarf der Industrieproduktion sinken, ohne dass wir hier in Mannheim und Umgebung verarmen im Hinblick darauf, dass wir die innovativen Funktionen der digitalen Endgeräte nicht mehr nutzen können? Um die Hälfte. Genauso können unternehmerische Netzwerke in dem regionalen Kontext Sharing-Konzepte entwickeln. Wenn Sie kein eigenes Auto, keinen eigenen Rasen mehr, keinen eigenen Akkuschrauber mehr brauchen, weil es sehr gut funktionierende, nahegelegene Systeme der Gemeinschaftsnutzung gibt, ja,
dann können Sie mit viel weniger Output auskommen. Das ist unternehmerische Kreativität, die in einer Marktwirtschaft sehr wohl entwicklungsfähig ist und da ist nach oben noch sehr viel Spielraum. So, und die dritte und letzte Drainage möchte ich noch kurz ansprechen. Das ist die Rolle der Konsumenten und zwar die neue Rolle der Konsumenten, die dann Prosumenten heißen. Wir würden, wenn wir die Wirtschaft, wie ich das gerade erklärt habe, und das war auf der vorangegangenen Folie schon vermerkt, wenn wir sie also verkleinern, die Wirtschaft, heißt das, dass die Vollbeschäftigung, die wir unbedingt erreichen müssen, nicht mehr auf dem Niveau von 40 Stunden sein kann, sondern nur noch auf dem Niveau von 20 Stunden bei einer durchschnittlichen Halbierung, langfristig, kleinschrittig, ohne Kollapsszenarien. Dann würden Menschen in die Lage kommen, wenn sie 20 Stunden pro Woche arbeiten, die frei gewordenen 20 Stunden zu investieren, um die verringerte Outputmenge der Industriegüter instand zu halten, zu reparieren, nutzbar für andere zu machen und sogar selbst zu produzieren. Das heißt, eigene Zeit, handwerkliche Kompetenz und Netzwerke, in denen Prosumentinnen und Prosumenten mit unterschiedlichen Talenten und Neigungen sich gegenseitig sozusagen Leistung vermitteln, das könnte ein zweites Versorgungssystem sein, neben dem herkömmlichen oder konventionellen, wenn ich so sagen darf. Gemeinschaftsgärten, Repair-Cafés, offene Werkstätten zählen dazu, das heißt Dinge selbst zu produzieren, gemeinschaftlich zu nutzen, zu reparieren, gesünder, selbstwirksamer, im wahrsten Sinne des Wortes glücklicher zu werden, weil neue Erfolgserlebnisse des Schöpfens eigener Werte im ökonomischen Sinne sozusagen als ein Resultat herauskommen. Das sind die vier Outputs. Jetzt noch ganz kurz eine letzte Folie zur Rolle der Unternehmung. Wie verhalten sich Unternehmungen in so einem Prozess der Transformation mit Zielrichtung Postwachstumsökonomie? Nochmal zur Wiederholung. Die Prosumenten verfügen über drei Inputfaktoren. Eigene Zeit. Sie brauchen immer Zeit, wenn sie einen Knopf annähen, wenn sie ein Brot backen, wenn sie etwas reparieren oder wenn sie ein Waschmaschinen-Sharing organisieren in ihrer Nachbarschaft oder wie auch immer. Und soziale Beziehungen. Wenn ich gut Computer und Fahrräder reparieren kann und diese Leistung anderen Prosumenten anbiete, bekomme ich von denen vielleicht Überschüsse aus dem Gemeinschaftsgarten oder sie reparieren vielleicht Textilien für mich, sodass ich auf diese Weise die Veredelung von Industriegütern, die ich selber nicht beherrsche, trotzdem in Anspruch nehmen kann und wir quasi so eine Art der sozialen Tauschbeziehung aufbauen. Heraus kommen diese drei Outputs, eigene Produktion, die Nutzungsintensivierung, also Gemeinschaftsnutzung und vor allem über Reparatur die Nutzungsdauerverlängerung. Auch wenn wir so vorgehen, muss produziert werden. Auch ein Auto, das Objekt eines Carsharing-Konzeptes ist, wird irgendwann, auch wenn wir es noch so pfleglich behandeln und reparieren, wird irgendwann vernutzt sein. Das heißt, neue Güter werden auch in einer Postwachstumsökonomie zu produzieren sein, aber die Neuproduktion dient nur noch dem Ersatz dessen, was nicht zu retten ist, was also aus dem Bestand der Güter abgängig ist. Das ist also nicht viel. Deswegen werden Unternehmen sich viel stärker auf Reparatur und Gebrauchtgüterhandel und Gemeinschaftsnutzung konzentrieren. Also nicht nur wir tragen zur Nutzungsdauerverlängerung bei, sondern die Unternehmen selbst auch. Vieles an so einem Computer kann ich selber reparieren, aber eben nicht alles. Deswegen habe ich eine kaskadische Struktur. Ich als Prosument gehe schon den ersten Schritt, um alles zu tun, um Dinge von der Nutzung her zu verlängern und natürlich auch gemeinschaftliche Nutzungsformen zugänglich zu machen. Und da, wo ich überfordert bin, muss der Markt, müssen die Unternehmen sozusagen übernehmen und ihren Teil dazu beitragen. Und wo auch das nicht mehr geht, ist eben neue Produktion unumgänglich. Die Output-Reduktion, die damit sozusagen ermöglicht wird, bedeutet, dass wir natürlich Vollbeschäftigung nur erhalten können, wenn das Personalmanagement postwachstumstauglicher Unternehmungen entsprechend angepasst ist. Die Arbeitszeit zu verkürzen und so umzuverteilen, dass alle etwas haben und alle diese 20 Stunden im Lebenszeitdurchschnitt pro Woche tatsächlich auch ausführen können im Sinne einer monetär entgoltenen arbeitsteiligen Tätigkeit, das ist wichtig. Aber was dann herauskommt ist, auf diese Weise wird auch der Input freigesetzt, den wir als Prosumenten brauchen, um selber Dinge zu produzieren, instand zu halten oder einer gemeinschaftlichen Nutzungsform zugänglich zu machen. Und der letzte Schritt ist das von mir schon gerade in einem Nebensatz beiläufig erwähnte Prosumentenmanagement. Versetzen wir uns in das Jahr 2050. Ich habe so ein Notebook. Ich bin dann ein alter Mann, vielleicht lebe ich schon gar nicht mehr. Ich tue mal so, als würde ich dann noch leben.
habe dieses Notebook nicht wie jetzt im Durchschnitt 5 Jahre, sondern 12 Jahre genutzt. Trotzdem ist es jetzt kaputt. Ich gehe zu einem Händler nach Mannheim. Der Händler sagt, ach, Sie sind das Pech. Ihnen haben wir das zu verdanken, diesen Mist hier, Postwachstumsökonomie. Unsere Outputraten sind total zurückgegangen. Naja, wir haben einiges auffangen können dadurch, dass wir jetzt gebrauchte Geräte verkaufen und einen super Reparaturservice haben. Wir haben das Design der Produkte so verändern müssen, unter dem Druck der Verhältnisse, dass die Geräte modular aufgebaut sind. Es lässt sich vieles auswechseln. So, und Sie wollen jetzt ein neues Gerät haben, alles klar. Im Preis für dieses Gerät ist ein Prosumenten-Workshop inbegriffen. Das heißt, wenn Sie das Gerät gekauft haben, werden Sie danach bei uns in unseren Werksräumen einen Workshop besuchen und da werden wir Ihnen zeigen, wie Sie mit Ihren krummen und schiefen linken Akademikerflossen sehr wohl in der Lage sind, die Sollbruchstellen dieses Gerätes, die Scharniere oder das Auswechseln der Festplatte, des Arbeitsspeichers, des Disklaufwerks, falls es das dann noch gibt, des Netzteils und Soundkarte, Grafikkarte, dass Sie das selber auswechseln können. Wir verkaufen Ihnen also nicht nur Produkte, nicht nur Dienstleistungen, sondern wir verkaufen Ihnen Kompetenzen. Wir helfen Ihnen dabei, zukünftig mit weniger Geld und Nachfrage auskommen zu können. Das sind die Unternehmen der Zukunft, die uns unabhängiger von Konsum werden lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.